Moin moin Leute, ich begrüße euch zur 13. Folge der Bounty Hunter Karriere. Wir sind wieder einmal auf PO gelandet, haben uns neu mit Munition versorgt und auch schon einen lukrativen Auftrag von Miles Eckert bekommen. Wir sollen drei Leute, wie meistens bei seinen, nee, eigentlich immer bei seinen Aufträgen erledigen. So, diese drei sind es, 26.250 sollen wir sie erledigen. Ja, auch heute nehmen wir dann nochmal die Cutlass Black. So. Please be considerate and avoid obstructing airlocks. Thank you for your assistance. Auf Pad 2. Und gleich, wenn wir dann am Fliegen sind, stellen wir dann nochmal den Chat aus. Das ist auch etwas, also. Den mag ich gar nicht. Wie immer ist es aber Zeitlimit. An. Waffen auf 1. So, Karte. Will nicht. Schubs, schubs, schubs. Dann mal auf zu unserem ersten Ziel. So, jetzt sagte ich ausstellen. Zack.
So fliegen wir dann langsam ein bisschen näher ran. Und warten dann auf das Erscheinen unseres Ziels. So, unser Gegner fliegt auch eine Cutlass Black. Die hat ja nicht wirklich viel ausgerichtet. So, das war das erste. So, jetzt müssen wir nach Arte. Portolisa außer Reichweite. Weil ich gejammt werde. Na, egal. Immer noch hinter mir und jammt mich. Müsste doch auch mal wieder weggehen. Das haben wir da, Cutlass Black, und das andere ist dem versuchen wir auch mal eine Rakete so reinzudrücken. Na, treffen wir schon was? Jo. Aber die Trefferentfernung, wo er da auf grün geht, ist ein bisschen wenig irgendwo Waffe. Ja. Zack. So. Jetzt aber mal Karte. Na, geht doch. Da möchte ich dann wieder nach Hürsten hin. Dann machen wir ihnen doch mal die Freude. Aber keins von beiden Schiffen gerade, das war eins, was hätte jammen können. Irgendwie komisch.
Das war eine Katniss Black und keine Blue. Und das andere war ein reiner Fighter. Sehr ominös. So. Ein Spieler. Noch ein Spieler. Ein Spieler. So. Auch manchmal komisch im Zählen hier. Aber auch schon länger nicht mehr so wirklich richtig angehabt in Call to Arms. Also offensichtliche Beschädigungen sind da nicht dran zu sehen. Also mit dem kann man schon einiges anstellen. So, einmal wieder neu verorten. Aber irgendeine Beschädigung scheint es da auch schon zu geben. So, dann hole ich mal die Landeerlaubnis ein und dann, ach, sag ich gleich mal, reparieren. Wenn wir schon mal da sind.
Dann nehmen wir dann auch das automatische Landen. Dann sind wir auf sicher. Mit Sicherheit bei der Station richtig angemeldet im Sinne von registriert, dass wir dann auch hoffentlich Sprit und alles andere kriegen. So, einmal in die Reparatur. Aufmunitionieren. Zack. Sprit. Auch immer komisch, dass Sprit und Quantum Fuel dasselbe kosten. Sollte ja eigentlich irgendwo ein bisschen unterschiedlich sein. So, das Schiff ist repariert. Die Raketen sind nicht aufgestockt worden. Oh. Schade. Da hat er wohl irgendwo ein Problem mit. Ne, er mag nicht. So, Fahrwerk rein. Und hinten wieder bei ITA. Und Sprung dahin. Okay, die beiden sind an verschiedenen Orten. Mal schauen, was uns hier für Gegner erwarten. Aber das, wie gesagt, sollten auch alle mit der Cutlass Black zu erledigen sein. So, abgebremst. Ist blöd. Die Sonne fliegen ist immer blöd. Ja, da wäre noch was Schönes, wenn man noch irgendwie am Helm was aufschalten könnte. Wie eine Art Sonnenbrille an, Sonnenbrille aus. So ein Visierschutz. Ja, magst du nicht kommen? Mr. Kito.
schenken wir uns LT ein. Das war ja sowas von klar, dass er dem Moment erscheint. Antieren bin. So. So, er fliegt eine Sabre. So, das war die Sabre. Auch Saber. So, der andere ist auf der anderen Seite. Das heißt, da müssen wir also umzu. Also auf alle Fälle zu einem der OMs. Ziehe ich den mal, wie man so schön sagt, schon mal gleich zu Fuß an. Bevor hier seine Kumpels noch kommen. Ach, nehmen wir den da hinten her. Ist dann ja nicht ganz so viel an ihn zu fliegen. So, jetzt bemühen wir mal die Map. Jo. Schön, wenn sie dann doch mal funktioniert. Kann man dazu nur immer wieder sagen. So, da werden wir jetzt in der 21. Minute gleich die voll haben. Wenn er sich hier beeilt, könnten wir sogar noch ein bisschen schneller sein als bei der vorigen Mission. Der Miles Eckhart für 17.500. Muss er sich nur für entscheiden, dass er kommt und sich schneller abschießen lässt. So, wir haben es wieder mit einer Cutlass Black zu tun. So, und damit wäre die Mission auch geschafft. Also die 26.225. Da mal erst hin.
Ja, wie gesagt, die Mission war locker, fluffig zu fliegen. Hat also keine großen Probleme gemacht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns in den kommenden Tagen das Höhere vor. Und jetzt geht es dann erstmal nach Everest Harbor. Jo, nimmt er auch an. Und dann wird Feierabend gemacht. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Ihr schaut mal wieder rein. Und ich sage dann mal, bis denne dann. Tschüss.